Knack. Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zum Feierabend und damit zu einem neuen Test von den Prinzenrolle Creamies mit Spekulatius-Geschmack. Die Winteredition, denn der Winter kommt, es ist ungefähr so 17 Grad draußen, die Sonne scheint. Es dauert nicht mal lange, dann schneit es möglicherweise vielleicht sogar. Letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es hier in der Region war. Es gibt sogar ein Video, wie ich durch den tiefsten Schnee seit langem durch Dortmund laufe. Das ist aber schon ein bisschen länger her. An sich schneit es hier selten, aber trotzdem können wir uns ja einreden, dass wir uns mit einem warmen Kakao bei Schneegestöber und einer Decke und dicken Winterpuschen auf die Couch mümmeln und Foodloft schauen und dabei Prinzenrolle Creamies essen. Und zwar ist dies die unwiderstehliche Kombination aus knusprigen Keks mit einer weihnachtlichen Cremefüllung. Im praktischen Beutel Winter, Weihnacht sind sich nicht so ganz themengerecht, weil durch Weihnachten schließen sie doch jetzt alle aus, die kein Weihnachten feiern. Aber wenn man danach geht, dann dürfte es natürlich viele Produkte nicht geben. Aber es fällt halt auf, dass sie vorne, dass sie irgendwie Winter sagen und dann Weihnachten. Ich finde das jetzt nicht schlimm, aber im praktischen Beutel mit wieder, also sie schließt auch die Leute nicht aus. Natürlich kann ja Leute, die keinen Weihnachten feiern, sich trotzdem Weihnachtssüßigkeiten kaufen. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber ich finde es interessant, weil man sollte meinen, dass sie aus Marketing-Sicht versuchen, etwas zu vermeiden, was zu sehr in eine Richtung geht, die dann irgendwie nicht allgemeingültig klingt. Das klingt jetzt irgendwie auch doof. Ihr wisst, glaube ich, was ich sagen will. Im praktischen Beutel mit Wiederverschluss bleiben die Creamy Spekulatius bis zum letzten Keks knusprig und lecker. Und wohlgemerkt mit Spekulatius-Geschmack. Und das bedeutet wieder, es ist kein Spekulatius drin. Der Prinz auf seinem Pferd, so richtig klischeehaft, fehlt eigentlich nur, dass der irgendwie... Was macht der eigentlich auf seinem Pferd? Wo reitet er hin? Sucht er die Prinzessin? Wobei das vielleicht auch schon wieder grenzwertig ist. Wenn man jetzt klischeehaft sagt, ja, die Prinzessin muss gerettet werden und nur der Prinz ist in der Lage, auf dem Pferd zur Rettung zu reiten. Wir schweifen ab vom Thema. Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett mit dem guten Palm- und Palmkernfett, Sonnenblumen... Öl sind auch drin und Kokos in veränderlichen Gewichtsanteilen. Ich frage mich immer, warum das so ist. Wahrscheinlich das, was sie am billigsten kaufen können, ist dann immer am meisten drin oder sowas. So lassen sie sich das offen, was drin ist. Süßmolkenpulver ist dann auch Molke. Süßmolkenpulver, das ist eigentlich hauptsächlich sowas wie Zucker und ein bisschen Eiweiß vielleicht noch. Magermilchpulver ist drin, fettarmes Kakaopulver, Vollmilchpulver, Pulver hier, Pulver da, Glucose da, Karamellzuckersirup hier, Emulgatoren dort, Weizenstärke hier, Backtriebmittel und. Hier unten habt ihr die die Nährwerte, knapp fast die 500, 25 Gramm Fett, 35 Gramm Zucker und sogar 7,4 Gramm Eiweiß durch diese ganzen Pulverchen, die hier drin sind. So, dann schauen wir mal. So sehen sie aus, die Prinzen Creamies. Sieht sehr sympathisch. Ich mag sowas. Ich mag so verspielte Sachen und ich spiele gerade tatsächlich auch mit dem Gedanken, mir bei Amazon Japan mein Nachbar Totoro Handtücher zu kaufen in rauen Mengen und mein Nachbar Totoro Badehandtücher und Super Mario und Kirby Handtücher. Mich hindert nur ein bisschen daran, dass der Versand und nachher die Verzollung ziemlich teuer wird. Und von daher bin ich da noch so ein bisschen mit mir am Ringen, denn es ist nicht günstig, sich von Amazon Japan was zu bestellen. Aber andererseits sind die Produkte selbst momentan sehr günstig, weil es dem Yen noch schlechter geht als dem Euro. Also wenn man Amerikaner ist und nach Japan fliegt, dann hat man es drauf. Aber für uns ist es immer noch günstig, bei Amazon Japan zu kaufen. Nur der Versand ist, wie gesagt, halt relativ teuer. Man muss bedenken, dass man nachher noch verzollen muss. Also die Prinzen Creamies, Schokocreme obendrauf, hier und dort. Es riecht tatsächlich weihnachtlich. Ich werde jetzt mal reinbeißen. Kann man das hier so abdrehen? Ne, kann man nicht. Ich werde jetzt mal reinbeißen. Knusprig. Also zunächst einmal, bevor ich jetzt hier nochmal ausführlich auf den Geschmack eingehe, ich habe zwei Kekse rausgenommen. Und das ist hier der Inhalt. Also hier so. Also so bis hier, ne? Und dann so. So. Also das, was ihr jetzt hier seht, und so groß ist der Beutel. Also jetzt nochmal. Ihr habt schon gehört, es ist knusprig. Super knusprig. Naja, kriegt gleich auch was. Was ich sehr gut finde, dass es wirklich intensiv nach so Gewürzen schmeckt. Denn es gibt nichts Schlimmeres, und das hatten wir zuletzt auch bei manchen anderen Produkten, dass wenn was draufsteht, dass das irgendwie nur so ein bisschen so Larifari, so einmal durchgezogen danach schmeckt, sondern es soll richtig intensiv nach etwas schmecken.
und die Creamies sind sehr intensiv. Die haben tatsächlich eine schöne Spekulatiusnote. Der Keks so ein bisschen Kakaonote, innen die Creme, die ist auch weich. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Also die kann man hier, das ist eine richtige flüssige Creme hier. Lecker. Doch wirklich auch der Keks, richtig schön dick und knusprig und dann da drin die weiche Creme. Lecker, doch. Lass ich sehr gerne als Winteredition durchgehen, die Prinzenrolle Creamies mit Spekulatius-Geschmack. Und damit sind wir auch schon wieder durch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.